geht ab, meine lieben Freunde, euer Jenny hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja, Freunde, ihr habt gesehen, wie die gestrige Folge geendet ist. Wir haben das Titelmatch verloren gegen Finn Balor. Drei Versuche hatten wir, dreimal sind wir gescheitert, aber wir werden kein viertes Mal scheitern und direkt zu Beginn dieser Folge Finn Balor auf die Knie zwingen. El Rille hat sich nochmal eine Nacht genommen und über alles geschlafen, bevor er wieder zurückgekommen ist in den Ring. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten jetzt gemeinsam rein. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und nimmt weiterhin WWE auseinander. Und ich würde sagen, Leute, es kann losgehen. Ein neuer Versuch, ein neuer Kampf. Finn Balor, wir holen uns den Titel. Komm, schmeiß direkt die Epic Music an hier. Es wird episch zu Beginn dieser Folge. 5 Minuten haben wir Zeit. 5 Minuten, die Kamera ist wieder hier. Und ich werde mein Glück versuchen. Ihr habt gesagt, ey, nee, das ist so korrekt, dass du versuchst, hier über Pinfall zu gewinnen. Und nicht so hier zum Beispiel, wie die anderen es versuchen. Komm, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, direkt beim ersten Versuch. Den ersten Versuch zeige ich euch noch. Ich will nicht zu viel Zeit verschwenden hier mit diesem Kampf, Alter. Es kann nicht sein, dass wir so viele Versuche brauchen. Wir müssen es auch irgendwie ohne Aufgabe schaffen. Zack, let's go. Weiter geht's, weiter geht's. Er darf nur nicht so viel kontern. Wie können wir am schnellsten diese Energie aufladen? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die sich mir hier stellt. Oh nein, er kontert. Oh, Finn Balor ist schon echt stark. Der ist schon wirklich sehr stark. Man merkt nicht, dass er... Er ist nicht umsonst Titelverteidiger. Komm. Weiter. Komm, El Rille. Zack, schön Arschbombe auf Ikea-Tisch. 4 Minuten haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall... Alter, wir eigentlich hätten es gestern packen müssen. Ne? Gestern... Egal, Konzentration. Geiler Move hier. Was? Oder der Typ, der kontert einfach alles hier. Das ist verrückt. Das ist verrückt, was der hier alles kontert. Komm, heb ihn auf wie ein Backfisch hier. Come on. Was? Der nimmt mich direkt in den Pin voll rein hier. Willst du mich verarschen? Boah, nur noch 3 Minuten. Ey, wir haben letztes Mal schon gegen diesen anderen jetzt schon fast gewonnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Bam in die Fresse. Das ist so verdammt krass, ey. Aber Finn Balor, der macht schon hier gut Welle. Der macht schon direkt gut Welle wie Tsunami hier. Schön gekontert. Bam, genau. Jetzt kommt der Move mal an hier. Was machst du? Der bricht sich einfach den Rücken. Nein. Wir müssen jetzt kontern. Jetzt ist Konternpflicht wichtig. Pack ihn dir. 3 Minuten haben wir noch. Sehr stark. Helikopter. Komm, haben wir eine Arschbombe hier. Genau, wir haben Signature und Finisher am Start. Komm, in die Hälfte der Zeit haben wir es geschafft. Das schaffen wir nochmal. Komm, jetzt einmal in die Fresse. Wichtig. Geladener Finisher. Komm schon. Oh mein Gott, er kontert den. Er kontert meinen Finisher. Scheiße. Okay, das war gut. Das war echt gut. Boah, was ein Kampf, Leute. Was ein Kampf. Fuck ihn dir. Sehr stark. 2 Minuten 30. Ich würde sagen, ein Signature, ein Finisher reicht. Dann haben wir gewonnen. Ein Signature, ein Finisher noch. Und dann haben wir es geschafft. Bam in die Fresse. Der ist benommen. Schnell Attacken machen. Wenn er benommen ist, kann er nichts abwehren. Er kann nichts kontern. Wichtig, komm, heb ihn auf, nochmal, ein Move geht dir noch. Ganz schnell, auf schnelle Welle, schnell, ein Move geht dir noch. Wichtig, dass wir den nochmal mitnehmen hier. Komm. Oh, 2 Minuten, wir müssen irgendwie hoffen, dass der gleich Signature und Finisher hat. Und wir dann, oh oh, kontern, was anderes geht nicht, Alter. Anders geht's nicht, ansonsten werde ich ihn gleich zum Aufgeben zwingen, wenn es nicht anders geht, Leute. Aber ich will's ohne schaffen. Und das kriegen wir hin, wir müssen nur dran glauben. Komm, wir sind gut dran mit der Zeit, sehr gut sogar. Sehr gut. Komm, weiter. Klatsch ihn. Er ist gerade so benommen, er reagiert nicht mehr. Bam, wichtiger Move. Wichtig, komm. 1 Minute 51 haben wir noch. Wichtig. Nein. Oh mein Gott, er hat Finisher. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird's ernst, Leute. Die letzten Minuten. Oh, jetzt müssen wir kontern. Ja, Mann. Wichtig. Nein, ich hab doch Signature gemacht. Ey. Jetzt kommt Signature. Bam, der hat gesessen. Geladener Finisher. Wir haben sogar Finisher mal 2. Wichtig. Wir schaffen's. Er ist benommen. Er kann nicht kontern. Es muss das Ende sein. Wir haben sogar noch einen Finisher danach. Aber ich versuch's erstmal so. 1, 2. Wir haben den Titel, Alter. Let's go. El Rille hat den Titel. Oh
mein Gott, Alter, wir haben es geschafft im ersten Versuch und hatten sogar noch einen zweiten Finisher hinterher. Den neuen Prinz von NXT. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Alter, krank. Die fünfminütige Schreckensherrschaft ist vorbei. Willkommen in der neuen Ära von WWE NXT. Zwischen dir und mir ist es zwar vorbei, aber zwischen dir und ihm hat es alles erst angefangen. Oh oh, ich glaube, jetzt holt er den Dämon raus. Er hat doch so zwei verschiedene Seiten, Finn Balor. Einmal dieses mit diesem Dämon und einmal so. Oh oh, okay. Also anscheinend irgendwas wird jetzt noch passieren. Irgendwas wird noch jetzt passieren. Er darf ja als alter Titelverteidiger auf eine Revanche hoffen, ne? Und stell dir mal vor, jetzt kommt er zum zweiten Mal, aber als Dämon. Digga, was geht hier ab, Alter? Oh, was geht hier ab? Da haben wir ihn, den Champion, El Rille. Was unser neuer NXT-Champion zu sagen hat. Komm, El Rille, eine Rede! Eine Rede! I stand here before you tonight as proof that a lot can happen in 5 minutes. That's all the time it took from my life and the course of NXT history to be changed forever. And whether you like me or not, I can promise you one thing. You're gonna get a whole lot more than 5 minutes of me. Hold on, we know what this means. Oh. Oh mein Gott. We thought we were about to see Demon. Was geht denn jetzt ab? What is this? It appears to be some kind of demon spawn, for lack of a better term. Was ist das denn? It can't be good for the NXT champion. Mein Gott, was geht hier ab? Alter, was passiert? Oh mein Gott, da ist er. Der Dämon persönlich. Boah, Bruder, guck dir den an, Alter. Spider-Man einfach. Ach du Scheiße. Alter, das haben die so geil gemacht. Ich schwöre, richtig geil gemacht. Hätte Finn Balor besiegt, dass er den Prince gestürzt hätte. Aber jetzt hat er es mit einem ganz anderen Monster zu tun. Oh mein Gott, das stimmt, Corey. Und nach dem, was wir gerade gesehen haben, fürchte ich, seine Zeit als amtierender NXT-Champion könnte sehr kurz fallen. Boah, sieht das krank aus, Alter, was er da auf seinem Körper hat. Wirklich krank, krank, krank. Geile Storyline. Genau sowas will ich, Alter. So nicht anders. Wenn sich eine Schlacht in einen Krieg verwandelt, entfesseln manche Prinzen Monster und Dämonen. Dieser Prinz ist der Dämon. Boah, das hat El Rille einfach für einen Filter drauf, Armin Adjachtin. Bruder, okay, das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Wahnsinn, was hier abgeht, Alter. Wir sind hier im Menü, können den Ort nicht wechseln. Wir können ja mit William Regal reden oder wir gehen jetzt hier auf Social Media, gucken, was wir hier für Missionen haben. Haben wir nix. Posteingang, Story, haben wir auch nix? Okay. Ja, gerade in der letzten Folge waren noch da drei Sachen noch gewesen. Also wir können gerade nix machen, außer mit dem Manager reden, okay. Was anderes geht nicht. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ihr mir gesagt habt, Leute. Und zwar habt ihr gesagt, sobald irgendwo Storyline starten steht, gehört es zur Hauptstory. Und die wichtigsten Matches sind halt immer in diesem öffentlichen Mediabereich oder im Büro, wo wir hier gerade sind. Und ihr habt gesagt, man kann immer sehen, wie weit man mit der Story ist pro Liga. Zum Beispiel NXT können wir sehen. Wir haben hier Dämonen und Monster, da steht aktiv. Seht ihr das hier ganz oben? Jetzt über der Facecam, steht aktiv. So, das haben wir noch nicht. Die anderen haben wir, Entfüllung oder Verdämmung. Wir haben halt sehr viele schon hier gemacht. Also wir haben quasi noch, guck mal, überall steht fertig, fertig, fertig. Manche Sachen sind immer noch nicht fertig, ne? Also wir haben noch sehr viele hier bei NXT offen. Und wir können aber auch noch natürlich danach zu Raw gehen und so weiter. Da auch Sachen machen, da könnt ihr ja sehen, was es alles zur Auswahl gibt. Und genau, ich habe das alles auf jeden Fall besser verstanden. Und wir können da mal sagen, wann wir zu Raw oder zu SmackDown wechseln. Sondern ich würde sagen, wir sind jetzt gerade erst in der NXT angekommen und deswegen kann man hier auf jeden Fall ordentlich so weitermachen, wie es gerade ist. Definitiv. I apologize, but I'm about to tell you about your first NXT title defense. Before I've even had the chance to formally congratulate you on becoming champion. Lass mich raten, ich muss gegen Dämon Finn Balor kämpfen. Ja, sollte kein koordinierter Angriff gegen dich noch nicht deutlich genug gewesen sein. Er verlangt einen No-Disqualification-Rückmatch gegen dich bei NXT TakeOver. Und bevor du was sagst, er hat tatsächlich eine Rückkampfklausel, nach der er die Regeln wählen kann. Ich bin mir der Fehler, die wir bei seinem Vertrag gemacht haben, schmerzlich bewusst.
krank. Der hatte also quasi eine Klausel in seinem Vertrag drin, dass wenn er den seinen Titel verliert, dass die Regeln vom Rückmatch bestimmen kann. Das ist krass. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, das stimmt. Ich kann dir einen Rat geben, wenn du willst. Wenn du den Titel länger als ein Match verteidigen willst, schlage ich vor, dass du mit dem Einzigen sprichst, der den Dämon je besiegt hat. Samoa Joe. Ach du Scheiße. Bruder, ich brauche mit niemandem reden. Ich habe meinen Vater. Der hat Finn Balor damals schon die Fresse poliert. So, und mein Vater weiß ganz genau, wie ich hier vorzugehen habe. Aber momentan können wir nicht mit unserem Vater reden, weil unser Vater auf der guten Seite ist und wir auf der bösen Seite. Und mein Vater will gar nichts mit uns zurück zu tun haben. You came to my show. Wasn't that big of a deal. Well, either way, I'm not going to waste your time with small talk. I'm here because I want to know how to defeat Demon Finn Balor. And you're the only man who's ever done it. I figured that's what this was all about. You know, not a day goes by where I don't think about how I nailed that painted up freak with a muscle buster and then pinned him in the ring. 1, 2, 3. Was ist denn eine Stimme da? Sounds like it really made an impact on you. No, not really. It just seemed like you were hoping for that kind of vibe. I really haven't thought about it too much since it happened. Okay, so then do you at least have any advice on how I could take him down? I have an idea. But first, I want a favor from you in return. Oh nein, Braun Strowman! It could gain a bit of an edge if you help me out. Ach du schon wieder Braun Strowman, wie mit unserem Vater. Braun's got a match tonight. Überrasch ihn beim Jump Einzel. Him on his entrance. If it was me doing it, he'd be ready. But he'll never expect it coming from you. Er hat so eine krasse Stimme. Sag mal, Joe. Ja doch, gegen Braun Strowman, Leute. Ihr kennt doch alle Braun Strowman. Einfach weil es der ist, müssen wir das machen, Alter. I'll do it. Whatever risk I take going after Braun is worth any advantage I can gain against Finn. All right. I'll be watching. All right, I'll be watching. And you're keeping sucking his dick out of your face. And he's fucking your mother. Bruder, was hat er für eine tiefe Stimme, Alter? Optimus Prime, sein Urgroßvater. Aha, es geht... Nein! Nein! Das ist doch Dingens, Mann! Boah, ich hab seinen Namen vergessen. Ach, was zur Hölle, was macht der hier? Scheiße. Richtig geil. Rille einfach mit seinen Straßenklamotten hat hier kurz Braun Strowman attackiert. Egal, Bruder. Braun Strowman einfach Legende. Der hat schon mit seinem Vater Fäden gehabt und Kämpfe und hier und da alles. Deswegen, easy. Aber wie ist der eine? War das? Das war nicht Dolph Ziggler, ne? Das war The Miz oder keine Ahnung, wer das war. Ich hab den Namen von dem vergessen. Niemand macht das ungestraft mit der Monster Among Men. Auf die eine oder andere Art kriegst du deinen Fett schon noch weg, Rille Junior. Fear the Monster. Ja, Fear my Penis. Der Vogel, Alter. Will mir hier irgendwas erzählen, ey. Der will mir irgendwas erzählen. Hier ist Samoa Joe, ich bin da, hä? Oder der hat aber auch, was hat der für einen komischen, deformierten Körper, Alter? Wahnsinn, hat sich da vorne eine Pizza reingepfeffert? Guck mal, was da alles liegt. Da hinten Ketchup, Mayo, Kaffee. Bruder, nur ungesund hier, was ist das? I can't believe you actually did it. That took some major guts. Which you'll also need to take down. Was kann ich tun, um sicher zu gewinnen? Greift der Muscle Buster eine unbekannte Schwachstelle an oder muss ich meinen inneren Dämon finden, um seinen zu kontern? Nichts von all dem. Du hast Braun erledigt, deshalb erwidere ich den Gefallen und erledige Finn in deinem Titelkampf. Das ist alles? Mit was Tiefgründigem oder wenigstens Überraschendem gerechnet? Ich nehme deine Hilfe an. Ich schaff das selbst. Das ist eine schwere Entscheidung. Willst du meine Hilfe oder nicht? Eigentlich will ich seine Hilfe gar nicht. Wenn ich seine Hilfe annehme, ist böse. Wenn ich seine Hilfe nicht annehme, ist gut. So, guck mal, jetzt kommen wieder diese Momente, wo das Gute in El Rille Junior heraussticht. Weil ich schaff das selbst. Ich bin einer, El Rille ist jemand oder auch sein Vater, der die Gegner auf eigene Art und Weise besiegt, ohne Hilfe von anderen, ohne zu sagen, ah, bei dem seine Hand ist seine Schwachstelle oder so. Ich brauch das nicht. Wir machen das ohne. Deswegen, ich schaff das lieber selbst. Ich das lieber selbst schaffe und nicht auf billige Weise gewinnen. Jeden Preis zu gewinnen ist billig. Wenn du dich unbedingt moralisch überlegen fühlen willst, soll es mir recht sein. Fahrt mir die Fahrt zum Takeover. Ja, das ist die richtige Entscheidung, Leute. Wir sollen so handeln aus dem Bauchgefühl, wie El Rille handeln würde. Und deswegen machen wir das genauso. Okay, Leute, es geht los. Die Titelverteidigung gegen Finn Balor. Und da haben wir unseren Champion El Rille wieder am Start. Meine Güte, was ist denn los mit seiner Einlaufmusik hier? Er kommt wieder mit seiner normalen Musik rein. Hat er
guten Seite zurückgekehrt. Man weiß es nicht, aber das ist El Rille. Er ist abwechslungsreich. Hat mal die Musik, mal die Musik. Man weiß nicht, wer er ist. Und deswegen ist er immer unberechenbar wie Mathematica. Und ich würde sagen, er versucht jetzt seinen Titel zu verteidigen gegen den Dämon Finn Balor. Okay, boah, guck dir das an, dieser Dämon. Sieht schon krass aus. Puh, was ein geiler Move, Digga. Ich bin so hops genommen. Versuche durch Pinfall oder Aufgabe den Titel zu behalten. Ja, ganz klar. Bei solchen Matches, Freunde, da werde ich jetzt nicht versuchen, durch Aufgabe zu gewinnen, sondern ich werde ihn durch Pinfall abziehen. Mir ist scheißegal. Es ist ja ein No-DQ-Match, ne? Also, No-DQ-Match. Das heißt, No-Disqualification. Das heißt, er wird gleich ein paar Stühle, ein paar Tische, alles an den Kopf kriegen, Leute. Definitiv. Und deswegen, gehen wir schon mal ab raus jetzt hier. Komm, raus. Zack, komm her, Finn Balor, ja? Pack ihn von hinten. Zack, bam in seinen Rücken. Okay. Was, Dämon, hä? Er denkt auch, er ist Dämon. Sibi bist du. Okay, aufpassen. Ja, das war so klar, dass du das machst. Komm, schmeiß dich jetzt direkt mal gegen den Push. Gegen den Push. Was laber ich da? Gegen den Tisch. Oh, oh. Oh, das kann der gut, diesen Jump, Alter. Das kann der echt gut. Aber eigentlich voll geil, diese Doppelfacette von Finn Balor, ne? Dass der so und so ist. Ah, er kommt dann einfach. Boah. Warte mal, ich will... Er stellt mir einfach Beinchen. Komm, 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 komm. Was macht der? Hä? Geht zurück zum Ring? Hat er sie nicht mehr alle? Was nehmen wir denn? Wir nehmen den Tisch. Ich werde den durch den Tisch... Ich werde den Dämon in dem rausholen, indem ich diesen verdammten Tisch anzünden werde und ihn dadurch durchfliegen lasse. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, Alter. Ja, ja, komm, mach deine Moves, mach deine Moves. Digga, da verliert er kaum Leben. Da ist doch alles grün bei dem. Was geht hier ab? Da ist doch alles grün. Warum hebt er den nicht hoch? Oha, der kontert. Junge, was geht hier ab, Alter? Der kontert einfach. Wir müssen aufpassen, Leute. Aufpassen. Ich will auf jeden Fall diesen Kampf hier gewinnen. Der hat kaum, der hat gar kein Leben verloren. Was geht hier ab? Schmeiß den mal dahin. Alter. Das ist ja krass, okay? Das ist... Wirklich, als ob ich auf einmal gegen seine Super Saiyajin-Form kämpfen würde. Komm, schnell noch wieder aufsteht, ne? Das kannst du auch keinem erzählen. Wie lange braucht er den scheiß Tisch hier aufzubauen? Bam. Zünd den Tisch an. Ja, was geht denn jetzt ab? Nein! Jetzt kommt der auch noch dazu beim Titelkampf. Oh nein. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Leute. Das kann ja jetzt was werden, dann. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich jetzt auch noch Finisher, ne? Zünd den Tisch an. Zünd den Tisch an. Warum kann ich ihn denn nicht hochheben, Mann? Zack. Warum hebt er denn nicht hoch? Soll ihn doch einfach hochheben hier. Warum macht er das nicht mehr? So. Guck jetzt, Freunde. Gönnt euch. Gönnt euch. Durch den Tischler. Boom. Genau so und nicht anders. Genau so. Oh, der verliert kaum Leben. Ich habe schon Signature und Finisher. Alles am Start hier. Bam. Er hat gesessen. Geladener Finisher kriegt er auch noch hinterher. Er wird uns safe beim Pinfallen hindern. 100%. Ich werde mal versuchen zu pinfallen. Und dann gucke ich mal, wie er reagiert. Wie reagiert Braun Strowman? Macht er irgendwas? Hä? Macht er irgendwas? One, two. Was? Wir haben mit was? Wie easy? Hä? Was geht denn hier ab? Wie hat er das denn gemacht? Ohne Sinn. Das war ja davor 10-mal schwerer. Ich habe gedacht... Was? Wie zur Hölle könnte der das denn jetzt gewinnen, Leute? Alter, das hat mich gerade echt überrascht. Ich hab gedacht, er braucht locker noch einen Signature, einen Finisher oder so, ne? Weil so ist ja jetzt schon krass, dass der da gewonnen hat, in meinen Augen. Hä? Okay, das ging ja richtig schnell. Ganz, ganz komische Nummer hier. Ganz, ganz komisch. Story abgeschlossen. Dämonen und Monster. Upgrade-Punkte plus 40. Jawohl. Oh mein Gott. Was? Durch deine Entscheidung in dieser Storyline hat
hat sich deine Ausrichtung geändert. Alter, wir sind wieder Face. Was geht hier ab? Naja, wirklich, hier ist echt die Post los. Hier ist die Post los. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ich habe Titel auf den ganzen Welt gehalten, aber die Championship nicht. Was können wir da machen, Athletic Junior? Jetzt kommen die ganzen Nachrichten. Ja, guck mal. Ah, ich habe darüber nachgedacht. Okay, all meine Insider-Quellen. Okay, jetzt sind hier die ganzen Nachrichten. Wir können ja mal sehen, bei Story-Fortschritt. Ne, wir haben jetzt hier, bei NXT haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stories offen. Und wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gemacht. Also wir haben die Hälfte erreicht bei NXT. Wir müssen natürlich nicht alles machen. Wir können auch dann rechtzeitig schon zu Raw gehen. Da haben wir ja auch einiges. Aber ihr meintet, bei Raw, da geht's richtig ab. Und wir können natürlich nicht bei der NXT Sachen machen, die Heels machen, wenn wir dabei gleichzeitig Face sind. Das geht, glaube ich, nicht. Deswegen, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. 10 von 21 steht da auch fertig, wie wir morgen weitermachen sollen. Denkt auf jeden Fall dran, auch Twitch abzuchecken. Dort streame ich. Und ich würde sagen, Leute, heute war es eine knackige Folge. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht sehen wir auch schon beim nächsten Mal wieder den alten El Rille. Den Einzug? Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Ich verabschiede mich, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao.